herzlich willkommen zu den Buchgesprächen. Euch aber muss es zuerst um Gottes Reich und um seine Gerechtigkeit gehen. Dann wird euch alles andere dazugegeben. Es sind vor allem die Ordensleute, die diesem Wort Jesu folgen. Sie tun es, indem sie auf privates Eigentum verzichten, ehelos leben und die Anweisungen des Oberen mehr achten als die eigenen Wünsche. Ein Buch, in dem 19 Ordensleute aus dem deutschsprachigen Raum von ihrer eigenen Berufungsgeschichte erzählen, trägt den Titel Glaubenswege – Mein Weg ins Ordensleben. Petra Lolleberg vom katholischen Nachrichtendienst Katnet hat die Berufungsgeschichten gesammelt und herausgegeben. Sie selbst ist verheiratet und beobachtet die Ordensberufungen gleichsam von außen. Über ihr Buch, das besonders im Jahr des gottgeweihten Lebens lesenswert ist, möchte ich nun mit ihr sprechen. Herzlich willkommen, Frau Lolleberg. Grüß Gott. Sie widersprechen in Ihrem Buch ganz energisch der weit verbreiteten Vorstellung, dass Ordensleute auf die Liebe im Leben verzichten müssen. Inwiefern sind denn Lebensgeschichten von Ordensleuten auch zugleich Liebesgeschichten? Gott ist die Liebe, heißt es in der Bibel. Wir können im Christentum uns Gott und Liebe ganz nah ineinander verwoben vorstellen und denken. Wer sich auf das Leben mit Jesus Christus einlässt, der ist immer von der Liebe, die von Gott ausströmt, angezogen und wird auf diesen Ruf auch in einer Haltung des Liebens antworten. Es geht gar nicht anders. Ordensleben ist nicht ein bitteres Büßerdasein, das weltabgewandt, verneinend wirkt, sondern es ist immer ein Hineingehen in ein großes Ja, in einen sich weitenden, öffnenden Raum zu Gott hin und zu seiner Liebe hin. Sie sträuben sich dagegen, das Ordensleben gleichsam negativ zu definieren, so nach dem Motto, Ordensleute, das sind die, die ehelos leben müssen, die gehorchen müssen. Inwiefern ist denn das Ordensleben mehr ein Ja als ein Nein? Also zum einen, die Ordensleute müssen dies ja nicht leben, sondern sie wählen diese Lebensform völlig freiwillig und sehen einen tiefen und guten und schönen Sinn darin. Es ist kein Nein, es ist ein Ja, es ist eine Hinwendung. Wir könnten ja auch analog sagen, wer heiratet, der wendet sich ab. Jetzt ich als Frau von 4 Milliarden Männern, die ich nie heiraten werde, obwohl sie aktuell auf der Erde leben. Wir definieren Ehe aber nicht so, sondern wir definieren Ehe als ein Zugehen auf einen Mann mit oder eine Frau, wenn man selbst ein Mann ist, auf ein Zugehen auf eine Person, in der sich eine Zukunft eröffnet, die einem ganz verheißungsvoll und schön sich gestaltet. Und genauso erlebt es auch der Ordensmensch oder der Mensch, der ins geweihte Leben geht, in welcher Lebensform innerhalb des geweihten Lebens dann immer. Er ist nicht geprägt von diesem Nein zu etwas, von einer Abwendung, sondern er ist geprägt von dieser Hinwendung zu dieser faszinierenden Zukunft, wo sich wirklich etwas eröffnet. Die 19 Berufungsgeschichten, die Sie gesammelt haben und herausgegeben haben, die verlaufen völlig unterschiedlich. Haben Sie aber auch so etwas wie einen roten Faden entdecken können? Gerade die Individualität, die Vielfältigkeit, der ungeheure Einfallsreichtum, in der sich die Lebensgeschichten entwickeln, ist für mich der rote Faden. Es ist eben gerade kein uniformiertes Leben. Wenn man von außen auf Ordensleben, auf geweihtes Leben schaut, dann mag man vielleicht denken, oh, da lässt sich jemand in eine Form pressen, da ist Einheitskleidung, da ist ein neuer Name, da ist Gehorsam. Und gerade dies ist es nicht, sondern es ist im Einzelnen eine Vielfalt an Ordensformen, an Lebensformen, an individuellen Entwicklungen. Und gerade dieser rote Faden fasziniert mich sehr. Der Mensch, der in den Orden geht, der ins geweihte Leben geht, entwickelt gerade seine Individualität. Er verzichtet durchaus auf das eine oder andere Äußerliche. Er wird vielleicht nie Urlaub auf den Malediven machen. Aber er wird in seinem Spezialgebiet sich auf eine Art und Weise individuell entwickeln, die ich eigentlich als einzigartig erlebe. Frau Lolleberg, Sie sagen, dass das gottgeweihte Leben verwandt ist mit dem Eheleben. Inwiefern sind denn Ehe und Ordensleben Zwillinge?
Wir treffen in beiden Lebensformen eine Entscheidung, die mich für die Zukunft bindet. Wir werfen wirklich den Ball unseres Lebens in einem weiten und mutigen Wurf in die Zukunft hinein. Wir treffen eine Grundsatzentscheidung ins geweihte Leben, in eine, vielleicht in eine Ordensgemeinschaft hinein oder mit einem konkreten Menschen auf lange Jahre, auf Lebenszeit. Wir treffen auch die Entscheidung, dass wir diese Form des Lebens durchtragen wollen, in guten und in schlechten Tagen, wie es bei der Ehe heißt, lebenslang. Da gehören, wie wir wissen, in beiden Lebensformen auch Kreuzeserfahrungen dazu. Da können auch Erfahrungen des Scheiterns dazukommen. Die dürfen so sein, das darf so sein. Wir entscheiden uns trotzdem, ja, wir möchten diese Lebensform verbindlich leben und durchhalten. Machen wir es nun ganz konkret am Beispiel des Gehorsams. Der Gehorsam gilt ja unter Ordensleuten oft als das schwierigste Gelübde. Inwiefern sind denn auch die Eheleute gehorsam? Ja, auch ich halte den Gehorsam für das schwierigste der Gelübde. Aber wenn wir dieses Wort Gehorsam einmal übersetzen in Teamfähigkeit, in Verzicht darauf, meinen eigenen Willen stur und ständig durchboxen zu wollen, sondern auch darauf zu hören, was für die anderen ansteht, dann wird dieses Wort Gehorsam